Hallo und willkommen bei Schattenwacht Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Schütze für den Monat Juli 2022. Ich habe dafür diese zwei Tarotdecks bereitgelegt und möchte schauen, was die Schützegeborenen im Monat Juli so erwarten könnte. Ja, ich lege links für Schütze und rechts für das Gegenüber. Das Gegenüber kann der Partner sein, der potenzielle Partner, die Familie, der Beruf. Wenn ich speziell was Berufliches oder Privates sehe, dann erwähne ich das auch sehr gerne. Wenn Personenkarten auftauchen sollten, Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, Herrscher, Herrscherin, kann für beide Geschlechter stehen. Grundsätzlich können die Rollen auch vertauscht sein. Und bitte denkt immer daran, es ist eine allgemeine Zukunftslegung und sie kann und wird nicht auf jeden passen. Deswegen, wenn ihr euch hier gar nicht wiederfindet, dann ist es wahrscheinlich nicht eure Legung. Ihr könnt bei Bedarf gerne die Videos zu eurem Mond-Venus-Aszendentenzeichen anschauen. Manchmal passt es da besser. So, dann lege ich mal los und ziehe mal eine Karte für die Schützegeborenen im Monat Juli. Fünf der Münzen. So, mit dem anderen Tarotdeck nehme ich noch drei Karten dazu. Die Welt. Drei der Münzen. Und Ass der Stäbe. Wir haben hier zwei Münzkarten. Ja. Bei den Münzen geht es immer um Finanzielles, es geht um Langfristigkeit, Stabilität, auch Verantwortung. Hier könnte das Berufliche im Vordergrund stehen, könnte aber auch was Privates sein. Fünf der Münzen ist eine Mangelkarte. Ja, da ist einfach zu wenig. Ja, zu wenig Output. Und dementsprechend ist die Unzufriedenheit sehr groß. Ja, wenn es hier um was Berufliches geht, ja, ist man da nicht zufrieden mit den Resultaten, egal auf welcher Seite. Drei der Münzen steht für Zusammenarbeit, Teamwork, miteinander, sich verständigen, dem anderen was zeigen. Steht auch manchmal für Lernen, ja, vom anderen was lernen oder jemanden lehren. Hier könnte das Problem sein, dass ein Mangel vorherrscht, weil nicht genug Teamarbeit da ist, ja, weil nicht richtig im Team gearbeitet wird, zu wenig Unterstützung. Wenn es was Privates ist, ist es so ähnlich, ja? Dass einfach einer sich hier total verloren fühlt, keine Stabilität greifen kann, das Gefühl hat, ich kann mit dem anderen nichts Gescheites aufbauen, weil hier nicht zusammengearbeitet wird im Team. Zum Beispiel, wenn nur einer Verantwortung trägt oder nur einer das Geld verdient und der andere hält sich da komplett raus. Ja, also hier diese Zusammenarbeit ist vonnöten, um hier das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann haben wir hier die Weltkarte. Zeigt immer an, dass ein gewisser Prozess, ein gewisser Lebensabschnitt zu Ende geht. Und hier mit dem Ast der Stäbe winkt schon was Neues. Hier ist irgendeine tolle Gelegenheit. Und da es die Stabkarte ist, könnte das sehr interessant für dich sein, lieber Schütze, weil die Stäbe, das ist ja, das sind deine Elemente. Ja, schauen wir mal weiter. Ich lege jetzt mal links für den Schützen, um zu schauen, in welchem Kontext steht jetzt Schütze zu diesen Karten. Sieben der Münzen. Ja, ich glaube, die Unzufriedenheit ist auf deiner Seite, lieber Schütze.
Sieben der Münzen, das ist so diese Wartekarte, viel Input, wenig Output, viel Engagement, wenig Resultate und das schon über eine längere Strecke, über eine längere Zeitdauer, dass man hier einfach mit den Resultaten, mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist, in welcher Art auch immer. So. Drei der Stäbe. Ass der Münzen. Neun der Münzen. Ja, zu diesen sieben Münzen habe ich ja schon was gesagt. Dann haben wir hier drei der Stäbe. Da ist ein Mann mit so einem Umhang und guckt Richtung Meer. Also für mich wirkt das so, als ob hier auf dieser Karte dieser Mensch komplett rausschaut aus dem Kartendeck. Die Stäbe stehen ja für den Schützen. Das ist euer Ding, ne? Da geht es um wirklich Aktivität. Da geht es um die Handlungsebene. Hier hat jemand diverse Pläne. Konkrete Vorstellungen, wie es in Zukunft auszusehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Schützen sich hier sowas wie einen Plan B langsam zusammenzimmern, um hier aus diesem Mangel rauszukommen. Ja, also für mich sieht es hier wirklich nach einer beruflichen Legung aus auf den ersten Blick. Hier haben wir neun der Münzen. Neun der Münzen steht für Unabhängigkeit, für Wahlfreiheit auch. Ja, also bei neun der Münzen kann man sich den Job aussuchen als Beispiel. Ja? Da gibt es so viele Angebote, man ist so begehrt, dass man da sich das Beste rauspicken kann. Und da möchtest du, denke ich mal, hin, lieber Schütze. Da willst du hin, in diese Unabhängigkeit, wo du auch gewertschätzt wirst und genug bekommst, dass es für dich auch passt. Du haderst wahrscheinlich schon länger damit, entsprechende Schritte einzuleiten, um dahin zu kommen. Aber noch fehlt es dir an irgendetwas, vielleicht an den passenden Alternativen. Ja, vielleicht hast du schon nach Alternativen geschaut, aber da war noch nicht so das konkret Richtige dabei. Und dann haben wir hier dieses Ass der Münzen. Da ist diese Chance. Da ist hier eine Chance, die da liegt. Auch eine Münzkarte. Ja, etwas, was stabil ist, was Erfolg verspricht, was auch Langfristigkeit verspricht. Ja. Ja, ich glaube, du willst dich hier irgendwie auf die Socken machen und was anderes probieren. Und du hast da schon einen Plan im Kopf und vielleicht fehlt noch so das letzte Zündlein an der Waage. Ich schaue jetzt erstmal auf die andere Seite beim Gegenüber, was da so los ist. Eine Königin der Schwerter. Der Stern, acht der Kelche, neun der Kelche. Ja, hier haben wir diese Königin der Schwerter. Könnte für Luftenergie stehen. Ja, Waage, Wassermann, Zwillinge. Die Königin der Schwerter. Ja, das ist eine, die nicht zu viel rummeckert, die mehr die Sachen so in sich drin verarbeitet und erst irgendwann ganz zum Schluss verkündet. Ja. Jemand, der die Sachen auch wirklich sehr distanziert betrachten kann. Hier haben wir auch den Stern drunter. Ich denke mal, diese Königin der Schwerter möchte
nicht verletzen, die will den anderen ja nicht die Würde nehmen, aber hier ist definitiv eine Unzufriedenheit ersichtlich, ja. Wir haben hier 8 der Kelche und 9 der Kelche. Normalerweise ist 9 der Kelche schon eine gute Karte, aber in dieser Kombination habe ich nicht den Eindruck. Ich glaube eher, dass dass hier eine falsche Freundlichkeit aufgesetzt wird. Die tun so, als wären die zufrieden mit den Resultaten, als wären die glücklich. Sind sie aber nicht. Ja. Aber ich glaube, die wollen noch hier abwarten, bevor sie etwas entscheiden. Also dieser Mensch, der hier auf der Seite ist. Schau mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Sechs der Kelche. Schon wieder 7 der Münzen. Königin der Stäbe. Und die Gerechtigkeit. Sechs der Schwerter. Das Gericht. Zwei der Schwerter. So, ich habe die Karten jetzt hier näher rangeholt, damit ihr hoffentlich alle Karten gut erkennen könnt. Wie geht's hier weiter? Sechs der Kelche. Ja, das ist so dieses aneinander festkleben, festhalten, ja, aus so einer Emotionalität heraus. Also ihr könnt hier nicht so richtig voneinander ablassen, diese zwei Parteien hier. Egal, ob es hier was Berufliches oder was Privates ist, man kann hier nicht sich trennen, obwohl es, denke ich mal, schon sinnvoller wäre, hier anderweitig sich umzuschauen, weil die Möglichkeiten wären ja da. Ja, weil ich habe hier auch in den Zukunftskarten 7 der Münzen bei dir, lieber Schütze. Das heißt, diese Unzufriedenheit, dieses weiterhin Ausharren und Warten, dass hier was besser wird, das sehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Die aktuelle Situation haben wir 7 der Münzen und in Zukunft auch 7 der Münzen. Das steigert sich irgendwie nicht. Ja, dann haben wir dich hier als Königin der Stäbe. Ja, das ist schon deine Energie. Klar, die Königin der Stäbe, die ist motiviert und die gibt auch nicht auf, ne? Feuer gibt nicht auf. Die ziehen das durch. Und hier haben wir die Gerechtigkeit. Du sagst dir, okay, wenn ich nur 7 der Münzen bekomme, dann werde ich auch genau danach mich verhalten. Ihr bekommt von mir auch nur das, was ich bekomme. Ganz akkurat. Das ist fast schon wie so eine Bestrafungsmaßnahme, kommt mir das vor. Ich weiß nicht, wie du das genau machen möchtest, liebe Schütze, aber ich weiß nicht, ob das hier die richtige Strategie ist. Weil wir haben hier beim anderen 6 der Schwerter, 2 der Schwerter und dazwischen das Gericht. Also die wollen hier definitiv eine Veränderung. Die wollen das nicht mehr. Das passt denen überhaupt nicht, ja. Hier 2 der Schwerter, die fühlen sich hier gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Versuchen das allerdings auch wieder so ein bisschen hinauszuschieben. Aber ich denke mal, die werden hier irgendwann in der Zukunft schon das aussprechen. Also, schau mal hier auf der Gegenseite. 8 der Kelche, 6 der Schwerter, 2 der Schwerter. Das sind keine coolen Karten, ja, das ist nicht gut. Und hier diese 9 der Kelche.
Das ist im Prinzip die Wunscherfüllung, aber hier schaut euch mal bitte ganz genau dieses Gesicht dieser Frau an. Das ist nicht ehrlich zufrieden. Das ist irgendwie gefakt, das ist gestellt. Ja? Ich glaube, die wollen dich hier nicht fallen lassen oder dir das Gefühl geben, dass du nicht gut genug bist. Ja, weil wir haben hier diese fünfte Münzenkarte. Das ist so dieses, das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht gut genug, es reicht irgendwo nicht, es reicht nicht. Kommt immer wieder bei mir durch. Es reicht einfach nicht. Tja. Ich lasse das mal so stehen. Das war irgendwie letzten Monat auch schon bei euch, dass da irgendwas irgendwie Sand im Getriebe ist. Irgendwas passt nicht. Ja. Aber es nützt ja auch nichts, sich hier weiterhin mit so einer unzufriedenen Situation abzufinden. Ja, da muss man irgendwie eine Entscheidung treffen. Aber ich sehe das hier nicht bei dir, dass du hier eine große Entscheidung triffst. Na, hier mit der Gerechtigkeit, aber Ja. Ich denke mal schon, dass du da eine Entscheidung treffen wirst am Ende, aber die wird schon von der Gegenseite eingeläutet. Ja. Nun gut, ich lasse das mal so stehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Juli. Genießt das schöne Wetter. Und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.